Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen im nächsten Part mit unserem Paladin auf der Hordenseite. Und ja, wir sind schon im Tempel von Thessalis. Leider hat das nicht geklappt mit den ganzen Nebenquests, die ich hier machen wollte, um den Flugpunkt freizuschalten und so weiter und so fort. Da sind echt Serverprobleme aufgetreten, wo wir teilweise keine Macht mehr aufbauen konnten, keine heilige Kraft mehr aufbauen konnten. Die Quests haben sich nicht weiter aktualisiert, obwohl wir die Gegner besiegt haben. Obwohl ich die Quest sogar abgegeben habe, ging es nicht weiter und so weiter und so fort. Leider, leider, leider. Ja, hat mich aufgeregt. Konnte ich auch nicht so, ich sag mal, so hoch laden. Das, weiß ich nicht, wollte ich nicht. Das war so schlimm, dass ich es einfach gelassen habe. Wir haben sorry, wir haben das aufgebaut, den Gasthof sozusagen, mit seinen Leuten, ne? Es gab zwischenzeitlich noch Probleme, da kam eine gegnerische Bande, die die Köpfe weggenommen hat und so, also seine Kumpels entführt hat und so weiter und so fort. Und ja, nur so als Info für euch. Ansonsten macht es selber definitiv, ne? Es lohnt sich richtig, die Questtexte zu lesen, es macht echt Spaß. Und ja, nur mal so als Info. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Tempel von Thessalis schnell reingekommen. Ich liebe ja sowas, ne? Auch als Idee, dass man schnell irgendwo reinkommt und so weiter und so fort. Damit man auch schnell weiter leveln kann. Ne? Geht ja gar nicht, ne? Wenn du 5 Stunden hier wartest, obwohl du weitermachen möchtest und so. Ne? Gut, es ist jetzt nicht essentiell wichtig, diese Quest sozusagen zu beenden. Aber es wäre schon schön. Ne? So, geht schon los. Jawohl. What's up? Hat angegriffen. Nice. So, wir zünden mal die Flügelchen, ne? Bam. Auch nochmal Aschenwelle reingebracht. Oh. Wir haben jetzt doch noch alle Punkte, ne? Noch alle Punkte, die man sich nur wünschen kann. Wir müssen hier auf den Boss aufpassen, dass er, wenn er sich das Blitzschild wechselt, ist ja auch bei Mythisch Plus, hatten wir ja das letzte Mal. Ja, da ist der Tank gestorben. Der hat nämlich nicht aufgepasst. Ich glaube, der hat die ganze Zeit auf den anderen rauf rumgerümmelt, ne? Aber egal, das machen wir trotzdem. Dieses Blitzschild hier, jetzt ist es weg. Jetzt kommt der Windstoß. Das ist nämlich das Ding, wo man halt aufpassen muss. Und wenn man dann Schaden macht, dann, Leute, dann kriegt ihr echt mal aufs Maul, ey. Jetzt wird er wiederbelebt. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. So, wir sind Zweiter im Damage. Ja, geil. Ist doch okay. Bin ich immer noch zufrieden mit, Mann. Und er kriegt ein Höschen. Ein Höschen. Geht's, Eddie? So. Ja, hätten wir kein Battle Rest benutzen müssen, aber. So. Hier ist es ja relativ egal, ne? Wenn die Leute ihr Zeug machen und so, ne? Dann ist okay. Der zaubert sich auch so ein Blitzschild, ne? Das ist halt gemeingefährlich, wenn man dann vollen Burst-Schaden drauf ballert und so weiter und so fort. Dann, ja, kommt man, glaube ich, auch gar nicht so krass gegen an, ne? Ich glaube, der Schaden ist halt relativ hoch. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent man sich dann selber abzieht. Müssen wir das nächste Mal gucken. Gibt es noch einen mit Blitzschild? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, er zieht die jetzt schon vernünftig raus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Ja, oh eh. Yeah, komm hier nochmal Aschenwelle rein. Was soll der Geist? Sie müsste, glaube ich, dann fertig sein. Bis zum Boss, ne? Ja, wir sind noch in Stufe 15. Unsere Legis funktionieren noch, ne? Richtig geil, Alter. Stehe ich ja drauf, ne? Wisst ihr Bescheid? Ah, Leute. So. Wie waren eure Feiertage, ne? Heute ist ja der zweite Feiertag. Ich habe Weihnachten und den ersten gut überstanden. Voll gefressen bis oben hin auf jeden Fall. Also hat sich gelohnt. Und gestern hatten wir ja noch einen schönen Stream. War mega nice. Danke euch auf jeden Fall für alle, die da waren und so weiter, ne? Hat echt Spaß gemacht. So zwischendurch mal, ja, relativ spontan. Ich hatte es ja angekündigt, dass ich ein Streamchen machen werde. Weil meine Freundin ja die Helene Fischer Show guckt und so.
Da muss ich nicht dabei sein, brauche ich auch nicht, hat mich gleich rausgeschickt. Und ja, war cool, auf jeden Fall. Mega, mega nice. Also, das vielleicht war der Stream als kleine Entschädigung, dass das nicht kam. Die Videos mit dem, ja, ne, ihr wisst schon Bescheid. So, wir wollen schneller sein. Mit dem Part, mit dem Gasthaus dort, ne, in Voldun. Oh, jetzt Stun, CC, ich habe meinen CC nicht vernünftig, Stun nicht vernünftig benutzt bei diesen Leuten. Oh, bitte pull nicht alles. Bitte pull nicht alles. Es ist unglaublich, Mann. So, ich bleibe bei dem drauf und werde auch nur den kicken. Ja, interessiert mich nicht, was die anderen machen. Ich bin der Kickboy für diesen Typen hier. Und der Tank verreckt schon wieder. Sehr nice. Mann. So, der nächste. Ja, die fallen alle. Die fallen alle. Sehr geil. So, kommt der nächste. Ja, das kann ich mir wegnehmen. Das ist okay. Dann haben wir die Heiler weg. Ist okay, Leute. Sehr gut. Gut gemacht. Ich muss alle loben. Ah, loben, 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 ey. Ganz wichtig. Meine Fresse. Üff. Ja, es war aber auch knapp, ne? War aber auch knapp. Aber wir machen guten AOE-Damage und eben auch Single-Target. Ja, also zwei Targets. Ja, ist für mich schon fast Single-Target. Also Leute, kommt, ne? Beschwert euch nicht. Jetzt können wir ja gleich mal gucken. Ah, ne, hier sind ja auch Ads und so eine Scheiße, ne? Das kann man ja auch nicht so sagen. Ach Mann. Der dritte Boss. Der dritte Boss ist Single-Target. Da können wir ja mal gucken. So. Oh, da kommt sie. Ja. Der Kater. Oh, es geht schon los. Nein. So. Flügelchen an. Ja! Feuer frei. Bam. Bam. Giftige Atem, ne? Gut, da kann ich noch hingucken. Weiterhin. Ja, es gibt ja auch die Fähigkeit, dieses Blenden. So. Zieh die mal zusammen. Zieh die mal zusammen. Ja! Auch noch mit der Aschenwelle getroffen. Guck dir den Damage an! Guck dir den Damage an, den Paladin, Alter. Wie der ausrastet hier unten. Das war fast wie Tigger von Winnie Pooh, ne? Oder so ähnlich. Ein bisschen heller noch. Ein bisschen heller muss die Lampe noch. Eieiei. So, jetzt kommt man. Ich habe volle Kraftpunkte. Kommt jetzt wieder hier, ne? Ja, dann gleich auf Nacken, Alter. Bam! Kriegst du gleich die Schellen ab. Das sage ich dir, ey. Das verspreche ich dir. Du Kackschlange. Ja, verpiss dich doch. Ich habe keine AOE ready. Naja gut, okay, mein Standard-AOE, ne? Aber das ist okay. So, nochmal. Hier, bitteschön. Das schnell nochmal ein paar Punkte aufbauen für die Schlange jetzt hier. Wow. Immer noch Erster. Ja, immer noch Erster. Ja gut, okay, die Hexer, ne? Die haben auch nicht zu lachen, ne? Der eine, ist das ein... ne, Destro? Destro müsste eigentlich auch instant rausfeuern können, ne, oder? Ja gut, okay, die Karszeit ist scheiße, ne? Die Karszeit ist echt scheiße. Tut mir immer leid. Oh, blenden, weggucken. Ja. Haben wir alle gepackt, ne? Alle haben sie gepackt. Sehr gut, Leute. So, kommen wir zünden noch mal eine Aschenwelle. Ich danke euch für die Beseitigung Das war dieser mir egal. Hauptsache Aschenwelle noch rauskloppen, Alter. ein Ring. Nice. Digga, nice. Ich will aber einen mit Tempo. Tempo. So. Boah, wir können dreimal hintereinander unsere Fähigkeiten kloppen, weil ich einfach zu viele harte Procs kriege. Das ist so unglaublich geil. Wenn das dauerhaft wäre, Alter. Wenn du, ohne Witz. Du hast so viel Glück, dass es die ganze Zeit proggt und du mit einem Fight oder in der Burst-Phase dauerhaft Urteil des Templers ballern kannst. Und zusätzlich immer nebenbei noch göttlicher Sturm, weil das auch immer doch umsonst prockt. Also dieser umsonst prockt. Hier, das haben sie, ich glaube, auch langsamer gemacht. Ne? Wir waren jetzt letztens mythisch plus 10 hier drinne und es war einfach genauso langsam. Mega geil. Oh, da war ich sehr, sehr begeistert von, müsst ihr wissen. Ne? Ich hatte echt manchmal meine Probleme nicht. Da durchzukommen, mit dem Krieger und so kannst du ja immer rüberspringen und so eine Scheiße. Aber dann doch, wenn es mal schnell gehen muss, ne? Also jetzt nicht so langsam wie es jetzt, sondern im Mythisch Plus.
Schnell, 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 schnell. Dann war ich wieder, ja, ich muss. Nee, muss ich eigentlich nicht. Ganz ruhig. Und dann läuft das auch, dann liegt das auch bei mir. Aber dieses wow. Und dann noch ein Fitzel da dran gewesen, wieder zurück und bla und blub und ach nee. Nee. So, deswegen finde ich das gut, dass sie es jetzt so langsam gemacht haben für Idioten wie mich, Mann. Ah, danke, Bliss. Du tust was für mich. Ich mag dich. Ihr seid die Besten. Ein Lobeslied an euch. Ah, okay, ich lasse es. Nein, die machen schon gute Arbeit. Ne? Was sie jetzt in letzter Zeit auch verändert haben. Mega nice, mega nice. Ne? Ich bin mit einem Shami, ich weiß nicht, was sie großartig bei dem Verstärker Shami geändert haben, aber ich habe ja gehört damals, Shami kann man nicht spielen. Und ich spiele ihn ja jetzt, ne? Ich level den ja jetzt hoch, mein Shami, Verstärker. Verstärker, ja, Verstärker. Und Alter, der römmelt. Alter, macht der Damage, Mann. Das ist so unglaublich geil. Du gehst in die Gruppe rein, AOE, Alter, das ist unglaublich. Was der an Damage raushauen kann, ne? Bombe. Bombe. Wenn ihr jetzt noch flamet, ich glaube, dann. Nee, dann müsst ihr gucken, mal, wie ihr den spielen müsst oder so, ne? Das ist unglaublich geil. So, die ziehen ihn jetzt in der Ecke, weil dann kann man sich hier nämlich schön drum rumstellen. Und, wie heißt es denn? Diese Dinger hier abfangen. Ne? Genau, die Strahlen. Damit er nicht ermächtigt wird, weißt du? Weißt du? So. Oh nein, ich habe Cooldown-Zeit. Nein. Ich will keine Cooldown-Zeit haben. Aha. So, diese coolen Strahlen hier, die ja durchblitzen, wabern. Ja, ich nehme auch zwei. Lächerlich. So, kriege ich jetzt auch mal hier einen Prox, Alter. So, geht doch. Ihr habt Zweiter. sichtlich ein Talent Sehr für gut. Zerstörung. Finde ich okay. Müsst ihr jede Leiche nach Schätzen fleddern? Unser wahres Ziel ist Zentralis. Müsst ihr jede Scheiße. Müsst ihr hier jede Scheiße nach Leiche fleddern, ne? Ja. Ja, Borik hat Bock, ne? Der möchte sein Loa wieder haben, ne? Der drängt uns jetzt mal ein bisschen, ne? Er zwingt mich nicht, dann mache ich das nicht und so. Nee. Alles cool. Aber das hier, ne? Es war so räudig am Anfang. Oh, shit, ich hab den Affix nicht mehr im Kopf, wo die Mini-Tanks, Mini-Tanks, wo die Tanks diese Mini-Hits abkriegen. Wisst ihr, was ich meine? Die dann stacken und dann muss gekitet werden und so eine Scheiße. Und die kleinen Viecher geben das ja auch, ne? Alter, war das scheiße. Achso, er möchte den rechten machen. Gut. Nee, wir möchten anscheinend den linken machen. Ist okay. Ja, dann los. Bin ich dabei, mein Hübscher? Boom! Aoe! Boom! Aoe! Boom! Aoe! Boom! Alter, ja, es musste sein. Einfach nur aus Spaß, ne? Alter, auch wenn es komplett wasted war, die Aschenwelle. War lustig. Lasst mich. Was? Was machst du da? Ich verstehe es nicht. Ja, oh. Sag doch. Ich trage sie zum Ziel. Oh. Mann, jetzt kann ich sie nicht anpacken. Scheiße. Ich wollte sie zum Ziel tragen. Ich wollte der Held sein. Das verlieren wir hier alle, ne? Gleich kommt hier wieder so ein Herzspacko Kasper, der den zurückträgt. So, jetzt. Ja, geht doch. Ah, so, Cesrales, da vorne ist sie gefangen. Oh Mann. Aber wir werden sie befreien. Und dann haben wir den guten Warwick auch auf unserer Seite. Ne? Wir werden gemeinsam in die Schlacht ziehen. Uah, gegen die Allianz. Wir haben echt coole Verbündete, ne? Die Schlangenfuzzis, die Füchse. Die Vulpera. Die Vulpera. Nee. Vulpra. So, jetzt haben wir es. Und ja, geil.
Nice, Mann. In Nazmir hätte ich mir auch ein paar Bluttrolle gewünscht, so, ne? Aber die sind ja, die sind ja alle böse, ne? Sonst wärst du kein Bluttroll. So, verstehst du? Dann hätten wir normale Trolle und so. Aber die haben wir ja auch. Zandalari-Trolle, Leute. Ich freue mich so. Mein Main wird auf jedestens geswitcht, ey. Tut mir leid. Das muss auf jeden Fall sein, Alter. Allein schon die neuen Gestalten für ein Dudu und so. Boi, das wird so geil. Ah. Ja, Mann. Mein Projekt geht auch weiter, ne? Ich habe ja mein Projekt gestartet, dass ich jede Klasse, nee, jede Rasse einmal habe mit einer verschiedenen Klasse. Gut, Blutelfen funktioniert halt nicht so, weil Demon Hunter, ne? Aber es geht genau auf jetzt im Moment. Und alles, was danach kommt, ja, dann habe ich halt doppelte Klassen. Das ist dann egal, ne? Das ist dann egal, aber das, was wir jetzt haben, boy, voll geil, Mann. ja, man hat ein bisschen Zeit, ne? Man hat jetzt ein bisschen Zeit zum Weihnachten hin und so weiter und so fort, ne? Ist mega angenehm. Und ja, der Ali ist ja auch schon auf Stufe 80 jetzt, Mann. Es geht alles voran, ne? Der Das Bar ist ist super, super gebrochen, geil. aber So, die komm, wir zünden mal hier. Verteidigungssysteme des Boom. Tempels Und wurden röppeln halt mal hier ganz alleine aktiviert. den hier weg. Ist kein Problem, wir müssen nicht herkommen. Mann! Das war meiner! Helft mir, und So, ich machen wir werde den hier sie weiter. deaktivieren. Deaktivieren! So, oh, Sess, die möchten den machen, ne? Egal, komm, bin ich dabei. Junge, wenn ihr das unbedingt gerne haben möchtet. Der ist auch räudig, ne? Der gibt ja auch Melee-Stacks oder so, ne? Tank-Stacks. Ihr müsst jetzt auch anhitten hier. Man kann ihn jetzt bis 70 machen, ne? Wieso geht das auf den? Vorher war das auf 40, dann auf 70 und dann auf 100%, ne? Und jetzt ist es direkt auf 70. Ich glaube, da haben sich wieder zu viele beschwert. Ah, Blizzard, das kannst du nicht machen. Das dauert viel zu lange. Weiß ich. Das ist so. Ach Mann. So traurig. Manche Sachen, ne? Aber es ist auch gut so, ne? Weil sonst würden sie ja diese Blubbelze, die hin und her wabern, ja nicht ändern. Für Leute, für mich, ne? Aber ich beschwere mich nicht. Ich hätte es jetzt auch hingenommen, Alter. Ohne Witz, Mann. Wenn irgendwas zu schwer ist oder so, dann ist das halt so. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde nie einen Brief oder irgendwas in ein Forum schreiben und rumheulen, dass das zu schwer ist, ey. Also, ne. Das weiß ich nicht. Ich Vielleicht bin ich es halt gewohnt, bewältige immer alles und weil ich ja, bevor ich jeden. WoW gespielt habe, Wildstar gespielt habe. Und alle, die Wildstar nicht gespielt haben im Endgame-Content, die müssen sich hier nicht beschweren bei WoW. Definitiv nicht. Das war richtig räudig, Leute. Das, was wir jetzt, ja, nicht das, was wir jetzt haben. Ich sag mal WoD und Der so, wir haben es erstmal Sturm geschafft. ist Warte mal. gebrochen WoD und und MOP. ich bin wieder ich Oh. selbst. Ich danke Schmuck. euch. So was kriegen wir Feines? Gar nichts. Wir haben die ganze Zeit nichts gekriegt. Ah, Mann. Na gut, okay, wir gehen jetzt schon mal raus. Den Challenge-Mode. Ja, wo man in einer gewissen Zeit, dass er den machen muss, in Bronze, Silber und Gold, habe ich nie gewollt. Und in Wildstar war es so, dass du jeden Dungeon, oder oh, wie hieß es denn damals? Ich sag's einfach Dungeon, in Gold abschließen musstest, um überhaupt raiden gehen zu dürfen. So. Ihr Hübschen, alle, die jetzt MOP oder WoD den Challenge-Mode nicht gemacht haben, ihr hättet die ganze Zeit nicht raiden gehen dürfen. Geil, oder? Boah, ne, die haben es ja aber auch angepriesen. Hardcore, Hardcore. Wahrscheinlich war es auch der Punkt, was ihr jetzt immer haben wollt. Immer schwerer, ja, macht es doch schwerer, wie Classic und so eine Scheiße. Classic war nicht schwer. Ja? Classic haben nur die Leute nicht verstanden, was sie machen sollten. Der Grund, wieso Wildstar zugrunde gegangen ist, weil es kaum jemand spielen wollte. Wenn man spielen möchte, dann möchte man chillig irgendwas machen, ja? Und nicht die ganze Zeit Hardcore, Hardcore. Oh, schlimm war das, Seid Alter. ihr hier, um zu So, helfen? Temple von Cestralis, 102.000, was 103.000, ne? Geil, wir nehmen das gerne an. Möge Cestralis Boom! uns alle Und retten.
Wir haben unsere Brust und Schultern aufgewertet. Oder können wir ja jetzt machen. Ja, nice. 285. Geil. So, ihr Hübschen. Das war's von diesem Part. Im nächsten wird es wahrscheinlich darum gehen, dass wir die nächste Kriegskampagne machen. Oder die Kriegskampagne geht weiter. Und ich weiß nicht, ob es heute kommt oder morgen. Das ist halt unterschiedlich, weil heute ist ja nochmal, müssen wir wohin, ne? Heute kann ich nicht die ganze Zeit am Rechner sein. Ah, schlimm, ne? Schlimm, schlimm, schlimm. Aber nichtsdestotrotz, ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis bald.